Wie ihr vielleicht zum Teil wisst, habe ich mir ein Güllefass gekauft. Da steht die Lieferung bevor. Und kriegt der alte Herr eine K80-Kugel. Und bin gerade aber überlegen, ob wir ihn umbauen auf Load Sensing. Und dann darf der in Zukunft ganz fleißig mit einem 8,5 Kubik Schleppschuhfass unterwegs sein. Grüß euch und hallo zusammen. Mei, ich sag's euch, so ein Scheiß. Die Woche fängt schon gut an. Ich habe eine Verstopfung in der Gülle. Also wieder nichts im Wald, sondern erstmal das Güllefass aus der Halle holen und die Güllekanäle spülen. Ja, jetzt haben wir jeden Winter und ich habe gehofft, jetzt haben wir Februar, ich habe gehofft, wir halten das noch aus bis März, wenn ich sowieso das Fass hochhole. Aber das war leider nichts. Also das duldet leider keinen Aufschub mehr, das müssen wir gleich machen. Sind halt mal wieder ein paar Stunden Gülle von der Gülle-Lagune rauspumpen, mit Fass in den Stall fahren und dann damit die Güllekanäle spülen. Und dann läuft es wieder, dann werden wir schon noch schaffen. Türe zu und fahren heim. Tust du mal deine Nase da weg, gell? Das Problem, was wir da haben, da sind keine Spalten mehr, das steht alles oben an. Geh mal auf Zeiten, komm mal aus. Hopp. Geh mal zu. Wir müssen jetzt schauen, dass die wieder trocken stehen und die Scheiße hier wegbringen. Unser Problem sitzt nämlich hier und am Futtertisch, weil die Gülle von der Seite, vom Jungvieh und von den Trockenen, da vorne unten durchlaufen muss. Und da vorne stopft es und jetzt werden wir da mal ein paar Fasergülle reinfahren, sozusagen als Toilettenspülung. So Mädels, Obacht! Ah, jetzt schreibt man auch. Ja, und dann pumpen wir da die Gülle auf die Spalten und dann wächst das hoffentlich alles durch. Manchmal hilft halt nicht nur die Toilettenspülung, manchmal muss man einfach mit dem Brettl ein bisschen rühren. Wir haben da einen ganzen zarten Brocken drin. Vorne läuft es und hinten läuft es, aber das mag einfach nicht raus da. Und da muss man dann einfach hier dann mal mit dem Brettl dran und versuchen, den Block so weit zu bewegen, dass das vorlaufen kann. Also wir brauchen kein Fitnessstudio, es geht so auch. Ja, da wird es jetzt flüssig. Das ist bloß die Stelle. Ja, da hauen wir nochmal ein Fassel Gülle drauf und dann wird es schon werden. Da die Sonne.
Gut. Das sag ich mal, ne? Jetzt kommt er. Aber. Mein lieber Hahn, ha? Er hat sich ganz schön betteln lassen. Aber schön reingefallen, passt. Wir sind ein bisschen beim Holz arbeiten. Und zwar müssen wir hier an dem Weg ein bisschen Platz schaffen, weil wir von der Jagdgenossenschaft aus den Weg neu machen wollen und besser ausbauen. Und da müssen ein paar Bäume weg, dass wir das dann auch, naja, im Idealfall wäre LKW-tauglich herrichten können. Da gehen hier ein paar Bäume weg, da haben wir eins, zwei, der in der Mitte kommt einer weg, der hier. Und da drüben haben wir da vor dem Bulldog links der Baum und nochmal einer weiter vorn. Die müssen wir auf jeden Fall jetzt mal entfernen. Und wenn wir gerade dabei sind, werden wir vielleicht den einen oder anderen durchforstungsmäßig auch noch rausnehmen. Also dann packen wir mal hoch. Also ich habe jetzt direkt auf dem Weg, weil oben nicht Kurbel war. Viel ist das so, dass es daneben einfällt, aber garantieren konnte ich es leider nicht. Doch auf dem Weg. Aber weiß das Leben. Ja. Aber du siehst, wir sind da drin, noch nicht in die geraden Fasern drin. Und das ist immer die Geschichte, dass so Wurzelanläufe immer so schräge Fasern haben, die leichter reißen. Auch deswegen ein bisschen mehr Bruchleiste, damit der wirklich daherhebt. Hat aber früher ausgerissen und darum ist er mir jetzt auch direkt auf dem Weg gefallen und nicht daneben rein, wie ich es geplant gehabt habe. Aber egal. Schön gefallen, passt. Wenn wir aufhören.
was ich vermutet habe. Wir haben in dem Baum, der hat hier einen Riss bis rauf auf vielleicht 6, 8 Meter. Und darum habe ich mir gedacht, den schneiden wir jetzt raus. Und was wir schon gesehen haben hier, das ist der Vorteil von dem, von der Sicherheitsfilmmethode. Ich mache erst einen Kastenschnitt und da sieht man, der ist hier faul, rotfaul. Also das heißt, Obacht geben. Auf der anderen Seite ist er allerdings noch gut. Dann schneiden wir noch. Oh. Da hat er sich aufgehängt. Jetzt habe ich gerade unseren Sechser zum Mechaniker gebracht. Der wird umgebaut auf LS. Und da hätte er doch einen schönen Bulldog dastehen. Ein Valtra G105. Den gibt es glaube ich auch noch ein bisschen größer, aber das ist auch ein schönes Gerät, gell? Kann man durchaus anschauen. Wäre vielleicht der Nachfolger für den Johnny. Vielleicht sollte ich das Ding einmal ausprobieren. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir einen Daumen hoch und pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.